Moin, der Black Metal Endurance Punk. Wir sind heute bei Folge 40, liebe Leute. Und da habe ich mir gedacht, ne, ist doch eigentlich mal wieder ein Anlass, sich den Flachkörper mit dem Boot zu holen. Das hat ja bisher immer blendend geklappt. Diesmal sind wir nicht in der Cave, sondern wieder in der Im Rümpelbude, Kabüffchen. im Kabuff. Und wollen euch heute was erzählen über die Halunken-Tour, und zwar den zweiten Part, Run and Hike. Aber erstmal wollen wir unseren Genau. Flachkörper begrüßen. Zum Wohl. Seid mit Uwe unterwegs. Genau. War ein guter Kumpel von dem. Prost. Zum Wohl. Aber So. bevor wir zur Halunken-Tour kommen, weil jetzt letztens geht der jetzt wieder los. Ich hatte ja neulich schon mal erzählt, wir waren ja bei Ropes of Night. Das war schon eine super Sache. Warst du denn jetzt zwischenzeitlich noch mal woanders? Nee. Nee, in der Tat nicht. Es wird jetzt im Oktober und November wird es voll. Ich hatte ja noch, stimmt, bleibt modern. Die spielen ja Ja, jetzt auch richtig. in Köln. Zweiter, zweiter, ne? Ist ein Zweiter. Dienstag, ne? Ja. Ja, also ich hätte da schon Bock drauf. Da Das müssen wir stimmt. uns Ja, gucken wir im weiter. Anschluss noch mal drüber unterhalten. Gut. Und jetzt war letzte Woche Freitag, Nee, vorletzte, vorletzte Woche. vorletzte Woche. Nee. Doch, jetzt am Freitag. Genau, den Naja, es letzten geht Freitag vor einer Woche. mit dem Wir haben zehn ja Terminen, das jetzt, war gar nicht mehr gewohnt. ja, da waren wir im Junkyard Dortmund, Evil Warriors und Dolch gucken. Also Dolch war mir ja ohnehin schon seit längerem ein Anliegen, weil die verfolge ich jetzt auch schon eine gewisse Weile und finde die echt große Klasse. Habe mich auch sehr gefreut, dass die so in Dortmund gespielt haben. Umso mehr verwundert war ich halt über diese Kombination mit Evil Warriors, weil musikalisch war das ja, wie soll man sagen, so richtig zusammengepasst hat das Nee, das nicht, stimmt. ne? Aber Evil Warriors für sich finde ich auch total super. Das war, ich weiß, hast du geguckt, wie lange die gespielt Also die haben? haben über eine Stunde gespielt. Es war über eine Ja. Stunde einfach Inferno. Ja. Also, Riffgewitter. ja, und also ich glaube, der Schlagzeug hat eine gute Technik, weil so dieses Trommelgewirbel, Double Bass, das ist so ein durch. Und schön war auch der Saxophonist, Ja, ne, der. der, also ich habe mich ja gewundert, dass der nicht kalt geworden ist, weil das war Open Air und ich sage halt mal so, wenn man Stage Acting macht, dann wird einem schon warm, das kennt man ja. Jetzt hatten die nämlich vornehmlich, der eine hat ein Dead Moon Shirt an, ihr habt der Bassist und der Saxophonist, der hatte nur so ein Lederwestchen Ja, an, genau. ne? Und Und beschmiert war, also sagen wir mal, sie waren dann geschminkt mit Schmier. ja, Asche, Asche und Blut, Blut, naja, ich irgendwie keine so. Ahnung, Naja, was auf das jeden Fall war. war schön, also so ein Gesamtbild. Also absolut unterhaltsam und Ja. ich fand es schon wow, also war sehr cool. Und Dolch selber auch mega. Die fand ich auch richtig gut. Das hat richtig gut Haben gepasst. im Prinzip auch all meine Stücke gespielt, die ich mir so gewünscht habe. Ich war natürlich da, habe die Stücke gewünscht, aber so, man malt sich ja immer aus, wenn man eine Band recht gut findet und freut sich über die Stücke, wenn die dann auch live performt werden oder live gut performt werden, was ja auch halt wirklich bei beiden Bands der Fall war. Also die wussten, was zu tun Das und stimmt. war also Evil Warriors mega tightes Brett und Dolch haben halt einfach nur verzaubert, würde ich sagen. Ne? Ja. Fand Und ich das war dann schon. auch so, war ja unter Corona-Bedingungen angekündigt, war aber dann doch sehr viel lockerer, Ja, nachdem wir der einmal stimmt, es drin war waren, ursprünglich mit festen mit Sitzplatz, Sitzplätzen genau, und ja. das hat sich Ja. ja dann in letzter Zeit wieder so ein Stück weit aufgelöst, aber ne, dadurch war A Open Air und jetzt auch nicht so voll. Nee, war gut, war auch schöner War Platz da, gute dieses, genau, Stimmung, war schön. lecker Ja, Bierchen war und ich ja. nicht, bin gefahren, aber Ja. ja, so ist es. Ja, so, aber jetzt hier, ne, eigentliche Aufhänger Ja. Ja, ich hatte euch ja Halunken über die Tour. Radfahrerei schon hinreichend berichtet. Jetzt kommen wir ja zu der eigentlichen Halunken-Tour.
Der Chris und ich waren natürlich bestens gerüstet. Wir haben einen verdammt entspannten Vormittag genossen mit schönem Frühstück und Sonnenschein. Genau. Und am Donnerstag. Ne? Richtig. Genau. Und wir sind dann quasi mit dem Bus zum Startpunkt nach Reichenbach gefahren. Und der Herr hat sich da quasi hin eskortiert. Genau. Müssen, ne? Donnerstag ist eigentlich der klassische Anreisetag für die Halunken-Tour. Geht immer von Donnerstag bis Sonntag. Und Donnerstag dann immer ausgerufen, ja, dann von Oberstdorf noch ein Ründchen drehen. Und ne, je früher man loskommt, desto mehr kann man laufen. Und da hat der Kollege Zwiebel hat dann gesagt, drück aufs Gas, beziehungsweise sagt den anderen, die sollen aufs Gas treten, die nicht mitlaufen wollen. Und dann haben wir uns da so zusammengefunden. Ne? Dann haben die mich direkt, also ich habe mich im Auto ausgefertigt gemacht und dann haben die mich da in Reichenbach rausgeworfen. Da saßen die zwei schon hier auf glühenden Kohlen. Da sag ich, wir müssen los. Hier, Sonne geht irgendwann in 5 Stunden unter. Ja, war ja alles easy, ne? Hat super geklappt. Also super durchgekommen und dann haben wir uns da schön getroffen und dann ging es gut. Los. Das Ding ist, ich hatte die ja schon mal in irgendeiner anderen Folge angerissen. Das ist ja quasi unsere obligatorische Donnerstagsrunde, sofern das Wetter mitspielt. Enschenkopf, Geis, Alpkopf, Geishorn, ich verwechsel dann hinten rüber. Geishorn heißt das. Geishorn, ja. Dann Richtung Rubihorn, wobei das Rubihorn haben wir jetzt nicht mitgenommen und dann wieder runter. Also wir sind dann irgendwo bei 50 Kilometer, dann, ja. 1530 Höhenmeter, wobei halt davon irgendwie 1400 direkt auf den ersten 6 Kilometern weggeschrubbt werden. Und dann hat man dann natürlich oben, ist halt schon überwiegend, sag ich mal, diese typische Gratwanderung. Ne? Das ist halt schon recht technisches Geläuf. Da ballert man auch nicht einfach kopflos rum. Da muss man auch gucken. Kannst du ja vielleicht mal so ein Bild einblenden, wenn wir oben... Ja, ein paar Bildchen machen wir natürlich. Die pitchen immer mal hier und da. Ja. Müssen wir gucken, wenn wir mit zu zweit. Muss immer hier in der Mitte da sein. Genau, da in der Mitte. Und ja, richtig. Machen wir schön ein paar Bildchen von. Und wir hatten natürlich wahnsinnig geiles Das war Wetter, total super, ne? Diesmal. Richtig, richtig. Und ich muss natürlich auch einwerfen, weil das Ding, das hatte ich auch schon angesagt. Da wollte ich ja eigentlich, als ich mit der Madame im Sommer da war, an der oberen Richteralpe, weil das ist die einzige Alpe, wo man einen Waldmeisterradler bekommt. Ne? Waldmeisterradler, hier gibt es ein Bildchen. Mhm. Waldmeisterradler, kann ich schon mal empfehlen. Weil ja. Sonst kriegt man, also ich habe das noch nie sonst nee, irgendwo gesehen. Steht, glaube ich, auch nicht auf der Karte. Muss nee, steht bestellen. Nicht auf der Karte, das ist ja. Quasi ein Insider. Ja, super. Waldmeister. Vielleicht schon wegen der Farbe. Ja. Weil die hatten im Sommer zu und da habe ich gesagt, so wenn das Wetter passt, das ist halt ein Mini-Umweg, den wir dann jetzt noch drehen mussten, aber das packen wir noch mit rein. Direkt die Belohnung schon zu Anfang und dann ging es hoch. So sieht es aus. War super. Ja, und wirklich, also Wetter war top. Also diesmal richtig. Wir hatten da auch schon mal ganz andere Jahre, aber diesmal war super. In der Tat. Also ich kann mich noch erinnern mit dem Knarf, als ich da hoch bin. Da haben wir 2 Jacken und was weiß ich drüber gezogen, weil du kommst dann ja irgendwann. Mal gucken, auch mit den Bildchen. Dann ist man also im Wald und dann hat man so eine leichte Querung und dann geht man quasi so, wie nennt sich das? Ja, so in der Flanke da oben. In der Flanke rauf. Man ist anfangs noch so ein bisschen geschützt durch Felsen und so Gestrüpp und irgendwann kommt man dann halt in komplett exponiertes Gelände. Und wenn es da fegt, dann fegt es da richtig. Ne? Richtig. Den paar Kletterpassagen dann noch im letzten Stückchen. Umso schöner ist es halt, wenn schönes Wetter ist, dann kann man dann das komplette Panorama genießen. Ja, das ist wirklich toll. Also da kann man gucken. Also, das ist super Runde. Kann ich nur jemandem empfehlen, der da in Oberstdorf mal ist in der Region oder in der Ecke. Ja, vor allen Dingen ist das Ding auch nicht hoch. Ganz so überlaufen wie jetzt Rubihorn selber. Ne? Die meisten, der anfangs, wir gehen ja über den Faltenbach-Tobel raus. Ist der Faltenbach-Tobel? Ach Quatsch, nee. Reichenbach-Tobel. Ja, so, ja. Faltenbach-Tobel kommt am Schluss nach Oberstdorf runter. Genau. Reichenbach-Tobel rauf und dann quasi der reguläre Weg geht dann an der... wie heißt sie jetzt? An der Geisalpe selber vorbei, also nicht die untere Richteralpe, die ist nochmal ein Stück rechts, die sieht man aber auch von unten. Und generell würde ich empfehlen, lieber untere Richteralpe, das ist halt wirklich so eine klassische
urtümliche Alpe, wie man das kennt. Ne? Das ist halt alles low budget, low fi, wie man in der Musik so sagt. Und mit selbstgemachtem Kuchen und so, wohingegen dann die Geißalpe, die ist halt schon doch noch mehr auf Ja. Tourismus Ja. ausgelegt. Ne? Das Also. war, ja. Also haben da einen kurzen Stopp gemacht, schnell getankt und dann hoch. Und dann nachher ist es super schön, wenn man dann vom Enschenkopf runter, dann Richtung Geißhorn, dann hat man Geißhorn, rechts unten den dann Geißalpsee, sieht genau, man. rechts unten Geißhorn und links hinter einem so ist dann das Nebelhorn irgendwann. Und dann geht man da über den Kamm und geht auch an diesen ganzen Lawinensperren vorbei Der oder ist ja teilweise nachher ja durch. quasi dann wieder darüber, ne? Genau, und dann hat man da nochmal oben einen super Ausblick direkt auf Oberstdorf. Und dann guckt man dann und auch hinten bis ins Kleinwaisertal rein, also Ifen und so, die ganzen Sachen, das konnte man alles super sehen. Top. Super Also, geil. Und dann kommt dann ja. quasi dieses Tricky-Stückchen mit der Der, Treppe, ja, so eine Leiter, genau, so eine, Leiter ja. und dann dieses andere Ding. Da Ja, hängt wie ein Affe am genau, da ist noch so, ist noch Schleifstein. so eine Schlaufe, da kann man Ich nie so vergesse, als wir im Jense einmal da lang sind, ein. das ist kein Trail ran. Genau. Nee, das ist dann schon Ah, das so, aber das ist genauso Alpines schön, geläuft, genauso ne? schön. Ich finde das ja total Ja. klasse. Und danach hat man einfach noch die Wahl, da kann man noch die Schleife rüber zum Rubihorn, aber da waren wir jetzt mittlerweile schon so oft. Das haben wir uns dann geschenkt. Da geht es dann eigentlich nur noch in direkter Falllinie wieder runter in Richtung Ja, klar. Seealpe und dann kommt der Faltenbach Tobel und dann wird man an der Sprungschanze oder an den Schanzen wieder ausgespuckt. Genau. Und Und dann sind wir noch Kneipen gegangen. ja, natürlich, das war, also ich war mir nicht sicher, aber der Minigolfplatz hatte noch auf, gab noch schön Radler und Kneipptour und danach haben wir uns ein bisschen was frisch gemacht und dann Genau, Carport-Party. nochmal hier Das gerillt ist und ein, ja, zwei Bierchen getrunken. so Genau. sieht es aus, aber generell haben wir uns ja doch Das zurückgehalten, stimmt. ne? Also da war der Chris ja so verwundert drüber, aber Naja, gut, alles das in allem hat richtig. super gepasst. Genau, und nächster Tag ging es dann los mit der Janse Mann. Mit der Gondel von Oberstdorf hoch zum Edmund Probsthaus. Genau, mit der Ne? Das ist. Nebelhornbahn bis zum Edmund Ja. Probsthaus rauf. Hat jetzt auch wieder aufgehabt. Die hat nämlich im Sommer auch zu. Da war ja hier mit meinen Mädels hin, weil die ist halt nicht so geil gelegen, weil direkt an der Gondelstation, aber die das Ding bewirtschaften, die machen das wirklich klasse. Da gibt es auch immer verdammt leckere Sachen und kann man auf jeden Fall Ja. einkehren. Also man hat ja natürlich auch die Wahl, direkt an der Station da in so ein Resti zu gehen, aber wenn dann bitte immer Edmund Probsthaus. Genau. Dann Nee. tut man was für den Ja. Alpenverein und Und dann war jetzt die neue Gondel, super. ne, die da Stimmt, das war hochging. ja Und das war noch alles lustig. neu. Sind wir zusammen in der Gondel gefahren? Ja, ne? Da war doch dann der Uli hat doch da seinen Kumpel Stimmt, getroffen und dann haben die da ja. erzählt, ach, kleines Anekdötchen, ne, dass da sich die Leute beschweren. Deshalb sind jetzt die ganzen Gondeln unten abgeklebt mit solchen Milchglasfolien, weil sich da Leute beschwert haben, dass die jetzt bei denen ins Zimmer geguckt wird, vermeintlich. Alte Gondel fuhr halt Das nicht die ganze Zeit, sondern nur mal. Das war ja so eine Großgondel. Das ist jetzt so eine Durchlaufgondel mit immer so sechs, nee, 12 Kabinen, 12-Mann-Kabinen. ich so 12, Und 16. die macht natürlich jetzt auch viel mehr Krach als die alte, deshalb beschweren die sich da alle. Naja, Angeblich. so ist das da, ne? Die kleinen Problemchen Naja. in Oberstdorf. Ja, dann von Edmund Probsthaus ging er dann in Richtung Laufbacher Eck, also quasi rechts weg. Und über Laufbacher Eck dann zum Prinz-Luitpold-Haus. Da sind wir mit den Halunken ja auch schon mal eingekehrt. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, als wir vom Tannheimer Tal aus losgegangen sind. Und da halt auch, wie auch schon der Donnerstag, bombastisches Wetter, beste Und Bedingungen. so auf der Hütte, also an der Hütte war selber wenig los. Also wir hatten erst gedacht, so, hör, ob da jetzt noch mal Platz kriegen in der Sonne auf der Terrasse. Aber hinten durch, bei der großen Terrasse, da Die wir war. gar nicht am Schirm hatten, Nee, die hat weil man erst das nicht gesehen, ne? Weil die, liegt, also die, lag nämlich beziehungsweise. auch daran, als wir das letzte Mal da waren, kamen wir nämlich genau zum Wetterumschwung rein. Wir wollten ja eigentlich auf den Hochvogel
Und ja, stimmt, richtig. Kam nämlich das Kackwetter. Dann haben wir das nicht und gemacht. Da haben wir eigentlich nur noch drinnen gesessen. Ja. Und wir hatten dann ja vorher den Platz auf der Schattenseite quasi, aber dann hat uns der Junge ja gesagt, hier hinten raus könnt ihr euch in die Sonne setzen. Genau. Aber natürlich direkt wahrgenommen. Das war super. Ja, und dann da schön zu Mittag gegessen. Mhm. Und Aussicht genossen. Und dann ging es das Stück, wieder ein ganzes Stück, den gleichen Weg zurück. Das ging, ne? Das war irgendwie 2 Kilometer oder was. Genau. Und dann kam dann der Abzweig, ich weiß nicht, wie ich das, wo wir da hochgegangen sind. Ja, das war auch nochmal so. Kannst du wieder nachher mit so einer Blase da. Ja, ja, genau. Ne? Blende ich nachher ein. Das war, das kannten wir auch noch aus der Rücktour, als wir vom Prinz-Luitpold-Haus zurückgegangen sind, weil das war bis dato auch sonntags die letzte, die längste Rücktour. Und aber auch verdammt schöner Weg. Und dann das letzte Drittel kannten wir auch schon mal, weil das auch quasi auch mal auf dem Weg war, als wir schon mal vom Edmund Probsthaus Richtung Kemptner Hütte gegangen sind. Und wir sind dann quasi aber rechts runter in Neutral. Genau, und da wo diese Kuh, da war ja diese Kuhwiese. Mit den Hühnern. Ja, nee, da wo wir jetzt zurückgelaufen sind, bevor wir auf die Scharte oder auf diesen Kamm da hoch sind, ja, auch knackig. Also wenn du so den ganzen Tag da unterwegs warst. Ach, das da, ja. Ja, das war dann so. Da haben wir uns aber auch nochmal gegeben. Ja, genau, richtig. Ne? Da haben wir dann Gas gegeben und oben dann gewartet auf den Rest. Also wir waren ja zu siebt unterwegs. Ne? Genau. Und das erzieht sich dann je nachdem dann auch mal so ein bisschen auseinander, weil dann jeder doch so irgendwie sein Tempo geht, um auch im Tritt zu bleiben. Ne? Aber ich denke halt, das war jetzt. Ist immer was anderes, wenn du Kackwetter hast, du keine Pause machen kannst und so ziehst du halt, sag ich mal, den Anstieg in deinem Tempo durch, hockst dich da oben hin und keiner macht sich Stress. Genau, und dann wird zusammen gewartet, dann nochmal ein bisschen was Pause gemacht und dann wieder. Ja, ist krass. Aber das war schon knackig, das hatte ich dann nicht mehr so in Erinnerung, das so zieht sich am Ende. Naja. Und dann sind wir ins Richtung Eutal dann runter. Genau, Eutal runter, das hat sich ja nachher, ich weiß gar nicht, Alpe muss ich auch gleich nochmal einblenden, bis dahin war schön. Und dann muss man ein Stück das Eutal Asphalt da rausgehen, bis man dann halt so dieser Trotti-Verleihstelle am Eutalhaus, ne? Das ist dann Eutalhaus. Da haben wir uns dann die Dinger gemietet, das war dann auch nochmal wieder eine Gaudi, Bildchen hier. Tretroller. Ja. Du, die letzten 5-6 Kilometer sind das dann bis Oberstdorf und dann kommt man da auch an den Schanze quasi vorbei raus und dann an dem Sägewerk da rechts oder vor dem Sägewerk rechts und dann da irgendwo gibt man die wieder ab. Ja, war auch gut. Das ist super. Also wenn wir das hätten noch alle laufen müssen, das wäre dann irgendwie, das hätte nicht. Das ist auch nicht mehr schön, das ist dann so, wo der Tobel, der geht dann auch noch, da kann man ja durch den Tobel laufen. Ja gut, aber das ist ja dann wieder ein Umweg. Da muss man wieder, geht man wieder ein Stück weit von Oberstdorf weg. Ja, aber da war super. Dann auch, also quasi reine Wanderstrecke, waren auch wieder 17 Kilometer, nur 860 Höhenmeter an der Stelle und ja, wieder einen schönen Tag hier machen. Genau. Haben wir wieder Carport. Ja, haben wir wieder Carport und haben, da haben wir aber Pizza bestellt. Stimmt, ja, genau. Pizza bestellt, das war auch gut. Das war auch gut, da weiß ich nicht beim nächsten Mal Bescheid, weil ich hatte nämlich auch beim Alberto bestellt, als wir im Sommer da waren, aber jetzt waren wir ja da bei dem, der da am Bahnhof war. Das war auf jeden Fall die bessere Alternative. Ja. Und dann hatten wir auch schon den Samstag wieder, ne? Genau, und da sind wir dann mit den Autos vom Fuchs, sind wir dann bis ins Kleinwalsertal gefahren. Bin ich ein Fahrschulauto gefahren, genau. Das war spannend. Weil, ja, das war eher spannend, dass der Beifahrer nicht auch aufs Pedal haut. Saßt du vorne? Nee, das war der Christ. Den mussten wir noch Bescheid sagen. Der, weil der so, was ist das denn hier, was macht denn das? Restless Leg oder so, ne? Tritt er mir auf einmal auf für Bremse oder das. Dem kann man eigentlich auch nicht immer trauen, dem Vogel. Ja, es wird gegangen, wir sind dann gut angekommen. Obwohl immer noch das Thema schon war, wie ihr wieder zurückkommt. Das ging dann schon. Ja, da komme ich ja gleich noch drauf zurück. Richtig. Also da haben wir uns natürlich auch schon die ganze Zeit Gedanken drüber gemacht. Ja. Das war ja dieser Bahnstreik. Das war nochmal wieder so eine spannende Geschichte. Sehr amüsant. Ja. Ah nee, genau. Und dann hat doch der Chris sich noch mit der Sprachsteuerung von dem Golf angelegt. Ja, ich doch. Oder warst du das? Ja. Ja, war auch sehr, also man kann von so einem Auto auch ungewollt sehr unterhalten werden. Oder beziehungsweise, wenn man hinten drin sitzt und einfach nur lauscht, wenn die Herren vorne anfangen,
die KI zu beschimpfen. Das war Ja. schon lustig. Ja, wir sind nach Riezlein Genau. gefahren und lustigerweise, ich hatte das in der Tat auch überhaupt nicht auf dem Schirm, weil halt diese ganze Traillauferei für mich durch den Ride to the Alps Part irgendwie komplett ins Hintertreffen geraten ist. Auch vor allem jetzt die ganzen Wettkämpfe, weil just an dem Tag, wo wir da einmarschiert sind, quasi mit den Halunken, war auch gleichzeitig Start vom Transalpine Run. Ja, genau, richtig. Und also ich hatte jetzt so im Vorbeifahren, habe ich keinen gesehen, den ich da jetzt irgendwie persönlich kannte, dem ich nochmal irgendwie hätte in den Hintern treten können. Aber war schon lustig. Aber wir sind da ja quasi seitlich runter, weil wir sind jetzt, ich muss nochmal gucken, wie das heißt, blende ich auch wieder ein, dieses Mittelteil, wo wir da rüber hoch sind, dann im Prinzip zur Kemptner Scharte hoch. Genau. Also Sehr sehr schöner Aufstieg. mega, mega Also war im Aufstieg. Schatten, das war jetzt gut. Das war, aber der war richtig schön. Das war eine schöner, wirklich schmaler Weg. Immer so schön Serpentinen. Ja, auch so ein Wasserfall lang, ne? Genau, Das ne? war Das ja auch war schon echt geil. cool. Und dann kommt man oben raus und dann kommt da der Mindelheimer Klettersteig Ja, da an ist ja der noch ein Ecke Stück an. weit hin. Ja. Also man Ach geht nee, stimmt, wir sind ja erst erstmal, auf dieses Hochplateau da. das geht ja quasi Ja. in zwei Plateaus. Deshalb wollte ich noch mal gucken, wie das da heißt genau. Ne? Das ist die erste Hälfte des Anstiegs, da kommt man auf so ein Hochplateau, an so ein kleines Hütchen. Dann geht man ein Stück gerade bis zu so einer kleinen Bachquerung und da ändert sich das Gelände dann auch. Ne? Also vorher hat man dann auch noch teilweise Wiese, Alm gehabt, paar Sträucher und danach geht es dann quasi auf die hoch zur Kemptner Scharte. Das ist dann einfach nur felsiges Gelände, nachher auch Seil abgesichert, aber genau so was mag ich ja. Ne? Und da sind wir ja quasi auch hochmarschiert und haben gesagt, okay, oben an der Scharte warten wir, hatten wir da geilstes Wetter, war einfach nur wieder absolut mega. Und da haben wir da Ja. gehockt. Und dann hast du wieder ein bisschen Da Unruhe hatte ich noch, Glück. ne? Ja, da habe ich gesagt, ach, da ist ja links oben, da steht ja so ein Gipfelkreuz. Das ist ja nicht mehr so viel. Das waren vielleicht nochmal 50 Höhenmeter. Da muss ich schon mal rauf. Wenn die anderen hier sowieso noch, habe ich schon nochmal rauf gerannt. Das ist dann also das letzte Stück von dem Mindelheimer Klettersteig. Also der kommt dann, das ist wie das Kemptner Köpfle, heißt das. Da bin ich dann hoch und auf dem Weg ist mir schon jemand entgegengekommen. Da sage ich, oh je, so lange Haare. Ja, Ne, hier, fast so wie ja, ne, aus lange wie du. Haare, leichtes Marschgepäck, also nur so ein Trail-Rucksack und keine Stöcke, nix und halt nur so ein Leibchen an mit so einem Mesh-Up drauf. Ich so, ja, aber der war flugs unterwegs, auch Richtung Hütte, die ist nämlich dann da als nächstes hier die Mindelheimer Hütte. Dann kam dann nämlich an uns vorbei, als wir auch gerade losmarschierten. Und der ist natürlich an uns vorbei, der war Trailrunning-mäßig unterwegs, wir eher wandertechnisch, aber das ist ja wieder Chris, ne? Da gehen bei dem ja immer die Gäule durch, wenn Ach, du dann ist der sein, dann egal hinterhergerannt auf oder Rad was? oder Ja, gut, was weiß ich, okay. das ist ja, den nennt der Hey-Pitcher, da sag ich, oh Mann, Nee. ey. Ne, wenn ich jetzt der Typ gewesen wäre, und auf einmal diesen Triple Fritz hinter mir habe, ich glaube, der hätte ich auch schnell irgendwo runtergeschubst, kann ich ja gar nicht ab, ne? Ja. Ach, naja, Ah, gut, den das Chris, ist der Chris, den musst du ne? wieder mitbringen, Muss den man mal einen musst Leberhaken du. geben, dann passt das schon wieder. Naja, auf jeden Fall unten saßen die zwei dann schon an der Hütte, da war das ganz lustig. Und zwar, der hatte nämlich so ein Shirt an, das war halt hier so ein Suicidal Mesh-Up mit Ja. dem Kopf und Käppi und Ja. Hardcore Wagenburg. Und ich hatte den Begriff, hatte ich irgendwo schon mal gelesen. Nachher stellt sich raus, das war, glaube ich, auf der Walser Trail-Startliste. Und der Junge, das war der Stefan Ringwald, ein ganz nettes Kerlchen, echt noch Grüße. schön Plausch Ja. gehalten, war super. Und der ist dann noch weiter, ich weiß gar nicht, war da. Der wollte noch zum Widerstein, ne? Ich glaube, der hat seine Route, die er geplant hat, nicht mehr ganz Ja. gepackt. Aber der hat ja auch am nächsten Tag noch wieder Ja, genau, der irgendwas. wollte noch. Der hat sich so ein Trail-Wochenende da Ja. rausgenommen. Ah, schön, ja. Aber der ist auch, der erzählte so über den Klettersteig und also auch Oh, ohne ihr Schirm ohne wirkliches natürlich, ne? Sachen geht alles. Oh, ja. Also ich kenne den Mindelheimer Klettersteig da jetzt nicht.
Aber die anderen, die daher kamen, die waren anders ausgerüstet, sagen wir so. Ne? Du hast ja auch hier im Siebengebirge Leute, die meinen, die wären auf Nepal-Mission unterwegs. Mit ja, die ist ja das Wichtigste. Wie gesagt, dann Mindelheimer Hütte, das war ist ja auch so ein Schicksalsort. Ne? Er war bei der ersten Halunkentour nicht dabei, weil das war der erste Nachtplatz auf der ersten Halunkentour. Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten scheiß Wetter. Alle waren irgendwie noch total verkatert vom Vortag. Wir hatten sogar Schnee da oben. Und halt die Umstände, die hätten schlechter eigentlich für so eine erste Tour nicht sein können. Ich hatte es schon mal erwähnt, 70 Liter Rucksack, rappelvoll. Ne? Ich meine, da kann man sich ein schönes Buch und Flasche Rotwein ausmalen, ne? Was da los ist. Ne? Und es war halt nicht so geil. Und da war er doch im Bettenlager, oder? Genau, da war dann noch so der Rest. Das war irgendwie so dieses Gesamtpaket, war schon... Aber da war schön Wetter, wir haben draußen gesessen, schön ein Stück Kuchen gegessen und was weiß ich, der eine hat eine halbe, der andere, ich habe mir Holunderschorle hier reingezogen und dann sind wir dann eigentlich auch relativ zackig weiter, weg von der Mindelheimer über den Krombacher Höhenweg, da sind wir ja letztes Jahr auch lang, oder? Mhm. Letztes Jahr kamen wir ja quasi aus Bad hinten hoch um Widderstein rum und sind da vorbei, um dann nachher wieder nach Oberstdorf rechts runter zu gehen. Und diesmal sind wir ja Krombacher Höhenweg und dann links nachher hoch Richtung Fiederer Scharte und dann Fiederer Passhütte. Das war dann die zweite Hütte, wo dann nochmal eine schöne Einkehr gab, auch wieder bei bestem Wetter. Wo sich jemand von uns dann auch zwei oder drei halbe reingetan hat und dementsprechend dann an dem Abend, aber können wir gleich nochmal erzählen. Jedenfalls hatte der Durst, der Junge. Ja. Und dann sind wir dann runter von da aus. War ein cooler Abstieg. Auch schöner, cooler Abstieg, wieder zurück zu den Autos. Und dann wieder nach Oberstdorf zurückgefahren, haben uns wieder frisch gemacht und haben uns dann abends getroffen zum Burger-Essen. Im Loft. Genau, und da war mit dem Herrn, der sich auf der Hütte ein paar halbe zu viel reingetan hat, nicht mehr viel los. Da war der aus. Ja. Naja, aber das war vielleicht auch das Gesamt. Ne? Das war dann auch, das ist ja dann doch knackig. Ich meine, hier mit dem Fahrrad fahren, das ist... Ja, an dann, dem Tag hat man auch wieder, wie den Tag zuvor, 17,8 an Kilometern und dann aber auch wieder knappe 1400 Höhenmeter. Das ist natürlich schon, ne? Also, ja, bist du halt irgendwann, merkst du. Ja, so. Und dann denke ich auch mal, wir haben uns dann natürlich auch Gedanken gemacht, wie man da wieder nach Haus kommt. Also irgendwie zeichnete sich ab, aus Oberstdorf gehen wohl nur drei Verbindungen raus an Zügen. Und die Verbindung ab Ulm hätte fahren sollen und auch eigentlich der Nachmittagszug von Oberstdorf raus. Jetzt war uns halt aber ein bisschen was sketchy, weil ich weiß ja nicht, wie viele da in den Zug da rein wollten. Bei Regionalexpress hast du auch keine Reservierung mit den Rädern und was weiß ich. Wir haben uns schließlich dazu entschieden, etwa morgens direkt am Frühstück um 8 uns auf die Räder schwingen und dann erstmal direkt bis nach Kempten fahren. Das waren jetzt ein paar 40 Kilometer, war eine schöne Radtour und ab Kempten hatten wir, also wir hatten mega Sahne. Ab Kempten haben wir eine halbe Stunde gewartet, da fuhr der Regionalexpress bis nach Ulm. In Ulm haben wir uns natürlich erstmal hier einen Ulmer Goldochs, einen Kellerbräu geholt, früh shoppen, ne? Und dann ging es auch, ich glaube, nach einer knappen oder guten Stunde ging es dann auch mit einem ICE weiter, der uns direkt bis Köln durchchauffiert hat. Und von Köln sind wir dann nachher mit der S-Bahn zurück und par excellence, wir waren früher zu Hause als mit der geplanten Verbindung, was ja auch nicht schlimm gewesen wäre. Normalerweise hätten wir da gechillt, gemacht und getan, alles tutti, aber unter den Umständen hätten wir mit Sicherheit nicht gechillt. Ne? Da wäre die innere Unruhe, hätte die Oberhand gewonnen und alles in allem war das eine mega geile, war super Tour. Neunte Halunken-Tour. Genau, nächstes Jahr Jubiläum. Nächstes Jahr haben wir Jubiläum, 10. Halunken-Tour. Genau, und dann hoffentlich wieder mit Hütte. Ja. Also mit Hüttenübernachtung. Jetzt leider... Das zähle ich mir auch für dabei. Also so schön das ja auch ist. Also ich mag auch das Haus Drachenfels. Das ist total klasse so als
Basis. Ihr hattet ja auch einen schönen Freund da. Ja, ne? Schön. Das war sehr schön. Ja, das war wirklich eine sehr, also der hat sich gekümmert. Ja, das Mann ist war ja gut. Nett, genau. Ja, herrlich. Du musst aufpassen, dass der Jörg nicht da bleibt. Ja, aber sonst. Der hat sich verliebt. Nee. Und ja. Da gucken wir dann einfach, also ich würde mir auch wieder so eine klassische Hüttentour wünschen, weil die gibt einem dann doch nochmal was anderes, ne? Wenn man so wirklich 2 Tage komplett weg von der Hauptzivilisation ist, auch wenn auf den Hütten schon relativ viel los ist, ist dann trotzdem nochmal wieder was anderes. Ne? Wenn du dann morgens aufstehst, dir das Müsli oder trockene Brot reinknallst und dann direkt ab in den Berg, das ist schon eine feine Sache. Ja, richtig, ja, auf jeden Fall. Ja, so, jetzt sind auch schon bei einer halben Stunde Wahnsinn. Angelangt. Hölzchen also, auf Stöckchen. Von Hölzchen aufs Wood. Dass wir bis zum Ende angucken. Ja, genau, hier Respekt. Ja. Genau, ja. Gut. Genau, aber Mann. In diesem Sinne, ne? Ja, bedanke ich mich beim Flachkörper. Gerne, gerne. War sicherlich das Im letzte Next. Mal. Und, war das letzte Mal? Nein, sicher nicht. Ach so, das nicht letzte das letzte Mal. Mal. Oh, Angst gekriegt. Na, war es nicht. Genau, und ja. Wünschen euch noch was. Bis denn, macht's gut. Habt Spaß. Ciao.